Hallo und willkommen bei den Brickfreaks. Heute mit Frank. Wir bauen heute den Sembo-Block McDonald. Das letzte Mal haben wir den Sembo-Block Club gebaut. 6901, 1729 Teile inklusive LED-Beleuchtung. Gut, schauen wir mal, was es taugt. Die Qualität beim Sembo Club war relativ okay von den Steinen her, kann man nichts sagen. Also da war es 98% voll okay von den Steinen. Farblich, ich glaube das Rot, das seht ihr jetzt natürlich mit der Kamera, dem Licht nicht. Ich glaube das Rot ist ein Tick anders. Wir haben noch ein zweites Heft und da haben wir die Alternativmodelle drin. Also kleinen McDonald's, bisschen größeren. Was auch immer das sein soll. Und ein Feuerwehr-Auto-ähnlichen McDonalds-Liefertrag. Super. Wer braucht sowas? Ich meine, Lieferfahrzeug, ja, aber wenn es aussieht wie ein Feuerwehrfahrzeug, aber schade. Naja. Gut. Aber wir bauen den. Ich freue mich drauf, wie ich es beim Club auch gemacht habe. Mal gucken. Der Club war ja viel Licht und durchaus auch Schatten. Mal sehen, ob das hier ein bisschen besser ist. Mittlerweile weiß ich auch, dass ich die Aufkleber beim Sembo Club falsch benutzt habe. Und das werden wir hier heute hoffentlich besser hinkriegen. Gut, eins noch gleich vorneweg. Und zwar, normalerweise möchte dieses, ne, ihr seht es, alles aus denen da gemacht haben. Wir bauen auf einer guten normalen Baseplate, allein schon damit es sich von der Höhe her später besser einfügt. Gut, ich unterreiche euch dann. Die Tüten waren natürlich übrigens nicht nummeriert, aber im Gegensatz zum Sembo Club besser vorsortiert. Also es ist oft so, dass nur eine Form drin ist. Dafür viele Farben, aber man weiß dann so grob ungefähr, wo man suchen soll. Das macht dann das Ganze ein bisschen einfacher als mit dem Club. Der hat echt aufgehalten. Ja. Gut, wir starten. Erster Zwischenstandsbericht. Lässt sich ganz gut bauen. Qualität ist okay. Qualität der Fliesen, na, mittelmäßig. Ah, gut, das gehört da rein. Ungefähr einen Grundriss haben wir jetzt schon mal. Da kommt ja die blöde Drehtür rein. Bisschen seltsam gemacht mit der Befliesung, aber naja. Wir wollen ja auch was anderes, ne? Jawohl, wir sind weiter. Voll befliest. Hier haben wir ein schönes M. Innen drin ist leider nichts befliest. Eine coole Kinderwippe. Ja, Kindertreppe. Einen dicken, fetten Burger. Und jetzt kommen wir auch gleich zu einem Nachteil. Die Jungs haben statt Modified Blades mit einem Stud oben glatte Blades verbaut. Also Fliesen. Man muss es dann aber in der Anleitung dahin machen. Das sind halt keine Studs. Das ist ein bisschen Blade. Aber was soll's? Also der Becher gehört, der gehört normalerweise auch da drauf. Da hole ich mir einfach Modified Studs. Modified Blade Studs. Hier haben wir noch zwei Burger. Ganz nett gemacht. So. Ja. Drehtüren, die immer unheimlich viel Platz wegnehmen. Da bescheuert eigentlich. Also wenn man hier die Drehtür weggelassen hätte,
Dann wäre das hier nicht so beengt. Naja, kann man alles nachträglich noch modifizieren und befließen, was ich wahrscheinlich auch machen werde, wenn ich mir das so angucke. Gut, ich melde mich. Einiges wieder geschafft. Drehtür ist drin, Schaufenster sind drin. Ich nehme jetzt mal die Kamera, es wird ein bisschen ruckelig. So. Soweit. So, was finde ich bis jetzt gut an dem Gebäude? Die Idee generell, die Qualität der Steine ist in Ordnung. Es lässt sich schön bauen. Was ist seltsam? Seltsam ist, dass ich hier nur einen gelben habe. Ist unsymmetrisch. Ich mag keine Drehtüren. Das lässt sich jetzt auch schlecht nachbessern. Aber unten Raumaufteilung suboptimal. Können wir aber auch locker verändern. Das hier hinten ist ganz okay. Kann man nichts sagen. Der Küchenbereich soll natürlich nochmal etwas größer sein. Aber ist okay. Da wird nachher die Treppe hochkommen. Was auch seltsam ist, ist die Entscheidung, die grünen Verzierungen so weit vorzubauen. Vielleicht hat das noch einen Grund, ich weiß es nicht. Und Riesenvorteil, es ist ein Modular, da hat es bei mir eh schon gewonnen. Also von daher, nee, bis jetzt ist es vollkommen okay. Und für den Preis auch absolut angemessen. Wieder ein großes Stück weiter. Hallo. So, da oben haben wir die Befliesung, wie üblich bei den Modulars, aufgebracht. Dann haben wir hier, ja, die waren wieder ätzend zu bauen. Die sind hinten dran Einersteine. Also 64 von diesen Einersteinen hier verbaut als Strafarbeit plus 64 von den Slopes dazu. Aber dafür sieht es gut aus. Dafür sieht es super aus, kann man nichts sagen. Dann haben wir die Treppe angebracht. Oder vielleicht auch eine, wie heißen sie? Na, das habe ich vergessen. Rolltreppe, so rum. Ah. Okay, jetzt funktioniert auch hier wunderbar das Ding. Die Bäume sind interessant, ne? Gut, die wird man austauschen müssen oder da wegmachen. Das sieht, naja. Aber sonst nicht. Kann man nichts sagen. Dann haben wir angefangen hier. Grundplatte, zweiter Stock. Von unten wieder verklebt, sozusagen in mehreren Schichten. Das wird jetzt dann da oben so reingelegt werden. Na gut, er steht hinten nicht über. Das ist schon mal gut. Okay. Macht immer noch super Spaß. Alle Teile sind da. Kleinen Fehler haben wir noch in der Anleitung bemerkt. Und zwar, ich zeige ihn euch. Da habe ich echt gedacht, hä? So, passt auf, ihr seht es hier. Ja, wir haben hier die Säulen angebracht und dann haben wir da hinten eine Zweierplatte zur Befestigung der Säule und hier ist ein Loch. Da guckt die Noppe von der Grundplatte durch. Dann bauen wir das und dann stellen wir es da drauf. Also das Ding ist theoretisch nicht fixiert. Nur dann von oben, hier über das hier. Und ich habe jetzt einfach da unten eine 1er Blade reingemacht, dass es von unten wenigstens ein bisschen fixiert ist. Ich denke, das wird auch so halten, aber fühle mich besser damit. Gut, soweit sind wir mit McDonald's. Da werden wir heute noch locker fertig. Und dann hoffe ich, dass wir bald das Review haben. Gut, sobald ich oben ein bisschen aufgebaut habe, gibt es wieder einen Teil. Es läuft, es läuft. Hier haben wir auch wieder die Paneele, wie schon im Sembo Club und da hinten auch. Finde ich nicht toll, aber kann ich verstehen. Hält das Gewicht nieder, die Produktionskosten ein bisschen nach unten und von außen sieht es gleich aus. Wir haben dieselbe Treppe nochmal und
Da muss ich sagen, hat Sempo ein bisschen Mist gebaut. Das war bei der anderen da unten auch schon. Ihr seht, der lange Stab hat eine andere, hier auch, ne, der ist leicht milchig, der andere ist ja, mehr Transclear. Das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt auch kein Beinbruch. Da unten haben wir das Loch für die USB-Beleuchtung. Da haben wir dann zwei Lightbricks. Der hier, der sollte nach Bedienungsanleitung auf die Seite, auf die andere Seite, von da nach da. Da langt aber das Kabel nicht. Ist eh ein bisschen schwer, das Kabel da unten durchzulegen. Ich schmeiße hier gerade massiv um. So. Aber da ist halt das Loch für die USB-Beleuchtung da unten. Gut, die Fenster nicht schön gelöst. Die haben hier einen brutalen Versatz. Das hätte man besser lösen können. Ansonsten ist er auch innen. Der Aufgang hier ist viel zu breit. Den hätte man ruhig zwei Noppen schmaler machen können, um da ein bisschen mehr Platz hier zu haben. So muss man da sich dann doch durchwürgen. Warum das Ding da steht, sei auch mal dahingestellt. Okay, also innentechnisch, innenausbautechnisch kann man mit dem Set wahnsinnig viel machen. Von außen und so weiter ist es relativ okay. Kann man es nicht sagen. Qualität ist immer noch super. Schauen wir mal gegen das Licht. Ja, die sind relativ gut. Das hier ist ein bisschen verkratzt. Ja, sind alle leicht verkratzt. Ja, direkt vorm Licht sieht man es. Aber den Kummer sind wir von den Chinesen gewohnt. Aber wenn es dann später in der Reihe mit den anderen Modulars steht, dann sieht man die verkratzten Scheiben auch nicht mehr. Insofern bin ich da mittlerweile etwas gnädig. Gut. Wir gucken mal, was uns noch bringt. Ich schätze, hier vorne werden die unten dann Transclear-Paneele hier komplett durchgehen. Und dann sind wir schon fast fertig mit dem zweiten Stock. Erster Stock ist fertig. Das M ist ein bisschen fragil dahin zu kriegen. Das, wie das Fenster an sich, keine gute Designentscheidung. Ansonsten haben wir hier die schönen Paneele. Ihr seht, dreimal Beleuchtung, einmal hier drunter, einmal da drunter und einmal über der Schräge hier. Da passt auch die Kabellänge ganz gut. Das kann man dann, denke ich, mit Tesafilm oder so einigermaßen verstecken. Müssen wir mal gucken. Gut, das habt ihr das hier gesehen. Ist fertig. Und ich bin schon am Dach. Auch wieder von unten verklebt. Vor allem hier haben wir nicht so einen großen Durchgang für die Leiter. Es ist viel besser. Hier haben wir, da bleibt mehr Platz, hätten wir auch unten machen können. Naja, wie gesagt, man kann hier an dem Ding viel rummodden. Das Dach ist auch fast fertig. Hier oben nochmal ein Essplatz. Den Kronleuchter, was auch immer der darstellen soll, warum der da oben steht. Hier kommt noch ein Werbeschild hin. Ja. Was man einfach merkt, von der Aufteilung her, so wie sie das Dach gemacht haben, geht es nicht ganz rund auf. Ich glaube, das haben sie dann erst beim Bauen gemerkt, dass sie da einen Satz zu viel oder einen Satz zu wenig haben. Aber sie haben es noch einigermaßen die Kurve gekriegt. Was blöd ist, ist, finde ich, dass es diesen Stein hier halt, den Modified, nicht mit 4 oder 6 gibt, sondern nur in 8 und 2. So dass man das dann hier so gelöst hat. Mit den einzelnen. Naja. Und ich baue gerade das Schild und das habe ich jetzt ein bisschen modifiziert. Da habe ich hier links ein 1er hin und dann die Stange. Normal wäre da ein 2er und dann geht es aber nicht auf, dann ist es nicht symmetrisch. Deswegen habe ich jetzt zwei 1er aus dem Keller geholt, die links und rechts dran gesetzt und dann die Modified Blades und normalen Blades dazwischen rein und dann geht das auch auf, dann ist es symmetrisch. Sonst wäre das Ganze um 1 nach rechts verschoben, das wird blöd aussehen. Ja, wir haben nicht mehr viel. Es neigt sich dem Ende zu. Wir sehen uns dann mit dem fertigen Produkt im Review.